Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Black and White 2. Ich habe mir nochmal die Sache mit dem Rätsel angeschaut, habe ein Video dazu angeschaut und ich hoffe, ich krieg's jetzt endlich hin. Ich denke, es ist an der Zeit. So, man muss nämlich hier die ganze Zeit immer reiben. Das war nämlich der Clou. Zack, und schon kriegt er den Kleinen. Gut gemacht. So, es muss richtig schön dampfen. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, zu früh losgelassen. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Jawohl, sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, es läuft, es läuft. Der ganze Tisch wackelt schon, weil ich die Maus so vor und zurück... Nein! Oh, Gott sei Dank, es hat noch geklappt. Ja, sehr schön. Damit hätten wir auch diese Aufgabe endlich mal erledigt. Du hast die Prüfung bestanden, Novize. Sehr gut, da freut er sich das aber auch. Gut und das gemacht, war ja ruhig. Ihr habt euch den Tribut verdient. Schwing! Sehr gut, feinster Qualitätstribut. So muss das. Das Feld ist schon wieder voll. Wieso das? Ach ja, wir haben ja keine Kinder, die arbeiten. Und ich weiß auch nicht, woran das hier liegen hat, dass wir irgendwie nur Kinder haben, die einen auf Peter Pan noch und nicht erwachsen werden wollen. Man weiß es nicht. Was ist das? Egal, was es ist, wir bauen es. Einfach, weil wir es können. Hier hinten wäre Nahrung nicht verkehrt, ne? Was sollten wir dann mal hier eines der Felder abernten? Ja, nehmen wir dich, du bist eh voll. So, rein mit dir. Was wollt ihr jetzt haben? Statuenmarkt, Judon. Bitte. Wenn ihr wollt. Passt er da noch hin? Nee, leider nicht. Kriegen wir dich auf die andere Seite? Oh, oh, das sieht gut aus. Moment. Ja, schönes Ding. Und was wollen wir jetzt noch? Ein Pflanzenmarkt. Ihr wollt... Ich merke schon, ihr wollt Kapitalismus vom Feinsten. Den sollt ihr haben. Ach, die Taverne ist das. Ich war schon kurz am Grübeln. Na, komm, so ein paar Villen. Können wir hier dann ja auch mal durchaus hinbobbeln. So, jetzt bräuchtet ihr aber mal Rohstoffe, ne? Das wäre jetzt nicht verkehrt. Aber ich glaube, dafür sollten wir am besten mal... Wo ist es denn? Sägewerk. Dich habe ich gesucht. Und du kommst hier hin. So, und dann... Schauen wir doch mal, ob wir die mit ein bisschen Eisen versorgt kriegen. Wobei wir da jetzt nicht gerade alles im Übermaß haben. Wie viel haben wir hier? 9000 ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel man braucht. Aber mit 1500 sollten wir wohl hinkommen. Ach, noch nicht mal. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendeinen Erwachsenen, der nichts zu tun hat? Vermutlich nicht, ne? Ja, doch du. Dann werd du doch mal Veredler. Bekehrter Veredler. Kannst du schon ein bisschen was draus machen? Wir schauen mal kurz, wie viel wir bräuchten, um unseren Antagonisten hier zu bekehren. Hier macht es, glaube ich, keinen Sinn. Da dort sowieso keine Menschen mehr leben. Aber hier... 3300 nur noch, das ist ja nicht mal mehr so viel. Hm, da sehe ich jetzt kein Gebäude, was wir bräuchten und das ist alles viel zu teuer. Na gut, weg damit. Haben wir eigentlich noch irgendeine Aufgabe? Wir hatten das mit den Steinen, wir hatten das mit dem
Spion? Ich habe das Gefühl... Wer war das denn? Irgendwer hat unter eines meiner Videos kommentiert, es gibt immer drei Aufgaben in jeder Welt. Ich wüsste das jetzt gerade aber tatsächlich nicht. Was ist denn hier überhaupt Phase? Drei Erwachsene, ja. Kein Wunder, dass hier nichts läuft. Und haben wir noch die 133 oder wie viel das waren? 111, oh Gott. Ist jetzt sogar noch einer gestorben oder was? Stimmt, 112 waren es glaube ich beim letzten Mal. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber wenigstens kommen immer neue Kinder, die niemals erwachsen werden. Schön. Haben wir bald eine Stadt voller Kinder des Zorns? So, du bist dann mal Bauer? Tja. Wie weiter verfahren? Ach, guck an, da ist noch ein Schild. Was? Kreaturfett ist denn? Kreaturfett kann sie mehr einstecken, allerdings sind übergewichtige Kreaturen vorsichtig gesagt stinkfaul. Ja, glaube ich dir aufs Wort. Ich werde hier weiter rausnehmen, aber ich habe Angst, dass ich dann einen weiteren Crash des Spiels beschwöre. Bau Mono, um deine Stadt vor Angriffen zu schützen. Ach so. Ach, man kann Soldaten auch auf der Mauer postieren. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut zu wissen. Ja, gut, dass die Dorfbewohner auf Straßen schneller fortbewegen, das kann man sich ja tatsächlich sogar denken. Könnte man jetzt natürlich sagen, wir machen hier eine Mauer hin. Positionieren einige Bogenschützen darauf. Ja, wobei, ich glaube, damit die Mauer dicht ist, müssten wir da ein bisschen sehr viel reinstecken. Und ob das so zielführend ist, das sei mal dahingestellt. Aber ihr habt ja sehr viel Holz, das finde ich gut. Mopse ich euch mal was von. Und baue hier ein bisschen was fertig. Damit wir noch ein bisschen Eindruck schinden. Hallo? Okay, der braucht vielleicht Erz. Haben wir noch etwas? Nee, gerade nicht, ne? Na gut, so sei es. Haben wir eigentlich irgendwo eine Erzmine in der Nähe? Ne, hier sind ein paar Häschen oder was das waren, aber leider keine Erzhäschen, schade. Ah, sehr schön. Der macht hier ein bisschen alles nass. Genau, bring den mal zum Sägewerk. Ist so eine tüfte Idee. Wir machen das mal eben fertig, weil scheinbar will hier ja keiner bauen. Also, wie schaut's hier aus? Immer noch 111. 110 sogar nur noch. Ja, schön. Jetzt sterben uns hier die Erwachsenen weg, aber die Kinder werden nicht groß. Ja, läuft bei uns noch. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich möchte mir zumindest nicht ausmalen, dass es ein Bug ist, weil dann hätten wir nämlich ein ziemliches Problem. Wenn wir niemals irgendwelche neuen Erwachsenen generieren könnten, weil dann einfach alle irgendwann mal wegsterben. So hart es klingt. Aber das wäre ja einfach die logische Konsequenz. Und klingt überraschend, aber das will ich nicht. So, ich sehe tatsächlich nirgendwo noch irgendwo ein Aufgabengebiet. Mal die Kamera etwas flacher. Vielleicht hier außen irgendwo im Randgebiet, aber... Sieht jetzt auch nicht danach aus, ne? Ja, hinten, das war ja nur das mit dem Spion, das hatten wir ja. Ne. Sieht nicht so aus. Schade. So, da die Uni so schön Eindruck macht, könnten wir doch mal hier in den anderen Städten auch jeweils eine Uni bauen. So. Fangen wir doch mal hier an. So, warte mal, wie viel Erz brauchen wir? 500, das ist Gott sei Dank nicht so viel.
So, damit wäre das Thema schon mal durch. Wie viel Holz haben wir hier? Genug. So, dann bauen wir noch mal eine weitere Uni fertig. Schwing! Nochmal 1200. Das haut ja ordentlich rein. Jetzt brauchen wir, wieso brauchen wir immer noch 3327? Warum? Ich befürchte langsam, wir können ihn so nicht erobern. Weil das sein letztes Dorf ist. Okay, dann brauchen wir das auch gar nicht weiter zu versuchen. Dann ist nur die Frage, wie kriegen wir unsere Bevölkerung mal erwachsen? Weil wenn nicht, dann muss meine Kreatur wohl oder übel versuchen, alle Soldaten Platz zu machen. Und ich weiß nicht, ob die das hinbekommt. Habe ich schon die Gesten? Nee, habe ich noch gar nicht. So, ich speichere mal zur Sicherheit, weil bevor ich jetzt angreife und das vielleicht nichts wird und meine Kreatur möglicherweise dabei kritischen Schaden nimmt und einen Gegenangriff kommt, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann sollten wir das dahingehend vielleicht doch mal besser absichern. So, bring doch einfach mal die Soldaten da um. Und wir gucken dann einfach mal, wohin es führt. Finde ich doch schon mal solide. Brauche ich vielleicht einfach noch mehr Häuser? Kann das sein, dass die deswegen nicht erwachsen werden, weil kein Platz und so? Oder macht das keinen Sinn? So, oi, oi, Alter, kriegt ihr auf die Schnauze. Fällt diese Bestie für die Ehre. Boah, der kriegt ja richtig übel auf die Fresse. Der ist aber nicht endgültig tot, oder? Hallo? Bist du jetzt die ganze Zeit meine Kreatur gestorben, oder? Okay, aber... Gut, dann wissen wir, dass es so schon mal nicht gehen wird. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine schlagkräftige Armee oder ein paar Wunder. Stimmt, wir könnten denen ja mal ein paar Feuerballwunder oder so ins Gesicht werfen. Ja, Feuerwunder können wir uns sogar leisten. Wahlweise auch Blitzwunder. Nehmen wir erstmal das Feuerwunder. Warum macht er das jetzt nicht? Na egal. So, zünden wir doch schon mal ein bisschen hier sein Lager an. Gut, eigentlich wollte ich da hinschießen, ne, aber hab halt nicht getroffen. Aber wir können ja mit der Kamera ein bisschen spielen. Und dann knallen wir jetzt einfach mal nach und nach so ein bisschen seine Soldaten ab. Naja. Dann mit dem Ziel müssen wir noch üben. Oh, der war besser. Der war deutlich besser. Ja, guck, mit genug Mana. Weiß ich schon, wie wir seine Armee klein kriegen. Okay, der ist leider genau da hinten, aber für den kleinen Trupp auch nicht verkehrt. So, was braucht ihr hier? Ihr wollt eine Mauer haben. Was haltet ihr denn von einem Gebäude, was noch mal ein bisschen die Grenze erweitert? Zum Beispiel. Was haben wir denn hier noch nicht? Ein Friedhof. So. Was brauchst du denn alles? 500 Erz, 2000 Holz, das haben wir doch.
Haben wir 2000 Holz vielleicht sogar schon hier? Jo, sehr schön. So, jetzt können wir doch bestimmt ein bisschen besser zählen, oder? Ja, guck, es läuft. Ich glaube, mit dieser Menge an Soldaten könnte unser Kleiner theoretisch fertig werden. Rekrutiert er eigentlich immer neu? Wahrscheinlich, ne? Ich wüsste zu gerne, ob der hier auch diesen Bug hat, wenn es denn einer ist. Dass da keine Kinder bei rauskommen, beziehungsweise dass nur Kinder rauskommen und keine Erwachsenen. Haben wir... Achso, das ist nur über unsere Kreatur. Was haben wir denn hier? 211 und 391 Männer. Es kommt mir weniger vor. Oder zählen die Kinder mit? Das sollte ja eigentlich nicht, ne? Wir schauen mal. Gibt es hier endlich mal einen Anstieg? Immer noch 110. Ey, wir kriegen einfach keine neuen Leute. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Gut, ein Wunderborn. 20 Brüter, gebe auch nochmal 4000 Tribut. Kreatur sammelt. Kreatur muss 30 Häuser bauen. Die Stadt muss größer und zufriedener werden. Erhöhe den Eindruck um 30.000. Ja, das kriegen wir doch mal mit Leichtigkeit hin, würde ich sagen, oder? Nur mit welchem Gebäude? Das ist jetzt die große Quizfrage. Haben wir denn noch irgendwas? Nee, ne? Also irgendwas, was wir noch nicht haben, meine ich damit. Komm, Kinder haben wir mehr als genug. Wir bauen noch eine Kinderkrippe. Wow, 125. Okay, das war jetzt nicht so der Bringer. Ach komm, was soll der Geiz? Wir sind so gebildet, wir bauen uns noch eine Uni. Nur wo soll's hin? Wo soll's hin? Da kriegen wir dich leider nicht mehr unter. Hier hinten auch nicht, weil da die Felder sind. Ja, komm, dann machen wir es halt hier. So, hätten wir das. Jetzt fehlen noch 64 Erz, echt jetzt? Erhöhe den Eindruck, sehr schön, das haben wir geschafft. Wunderbar, damit hätten wir diese Aufgabe geschafft und das ist doch ein prima Punkt, einen Cut zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.